Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist natürlich Povrot und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Povrot zockt Minigames. Ich habe jetzt hier ein neues Spiel wieder online bei my-minigames.de, habe ich mir rausgesucht. Ich werde für die Spiele weder bezahlt, noch ist es irgendein Product Placement oder sonst was. Ich gucke einfach, was mir gefällt. Ich habe jetzt das erste Level hier angezockt. Es sieht sehr simpel aus, aber ich bin gespannt, was noch kommt. Und falls das Spiel nicht so cool ist, dann machen wir halt 2-3 Folgen und dann können wir es immer noch ändern. Also keine Sorge, wir schauen gemeinsam, welche Spiele cool sind, entdecken neue Games und ihr zockt das natürlich auch im besten Fall. The Last Shelter nennt sich jetzt dieses Game. Wir haben in den letzten Tagen viel Nanaka Crash gespielt und dieses Game ist jetzt erstmal gelaufen. Jetzt gibt es erstmal ein neues Spiel. Es sieht so aus, als ob man sich gegen riesige Monsterkäfer verteidigen muss und wir starten jetzt direkt. Play, New Game. Ich habe wie gesagt schon das erste Level auf einem anderen Slot gemacht und after years of hopeless wandering through the galaxy, our detectives finally found a livable planet. Also es geht darum, dass wohl die Menschheit zerstört wurde und wir müssen eine neue Heimat finden, uns aber dann gegen Monster, Insekten erstmal verteidigen. Ich gehe in den Normal Modus, Easy Mode macht keinen Sinn, Ultimate Mode kann ich noch nicht freischalten. Das heißt, let's go und das Spiel wird uns komplett von Anfang an erklärt. Wir müssen hier auf diesen Feldern Türme bauen. Zack, dann stelle ich die auch erstmal voll. Drei Türme, hier hinten noch ein Tower. Und man kann hier direkt draufklicken, damit die Monsterkäfer kommen. Die sehen hier sehr, sehr simpel aus. Man kann die Spiele leider nicht im Vollbildmodus spielen. Deshalb seht ihr, dass ich die Kamera so ein bisschen nach links verschoben habe und das Game so ein bisschen nach rechts, also so groß wie möglich, damit dieses quadratische, damit das quadratische Feld auch für euch so nahezu im Vollbild halt zu sehen ist. So, drei Türme schießen, das ist erstmal mega easy, es ist halt auch das erste Level, mal gucken, wie weit wir kommen. So, das sieht erstmal simpel aus. So, ich kann jetzt click on a damage step. So, hier draufklicken, zack, ich kann die Türme reparieren und wenn es wieder weitergehen soll, kann ich mir direkt die nächste Wave rufen. Das ist also eigentlich so eine Art Tower Defense, also gerade wirklich extrem simpel. Ich hoffe, es wird sich noch ein bisschen weiterentwickeln, falls nicht, wie gesagt, ich kann das Spiel ja nach 2-3 Folgen, kann ich es ja auch wechseln. Aber ich werde es nicht nach der ersten Folge gleich wechseln, weil ich will jedem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben, aber das ist gerade ultra chillig. Also das Level, achso, insgesamt 4 Waves. Okay, die zweite ist geschafft. Au! Upgrade. Das nehmen wir mit. 120. Ach, ich grade noch einen ab. Komm, so, direkt die nächste Wave. Ich glaube auch, umso früher wir die Waves rufen, umso mehr von diesen, was sind das hier? Eisblöcken, Eiskristallen bekommen wir. So, verbesserte Tower. Oh ja, oh ja. Die schießen auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Komm, den upgraden wir auch noch. Nice, die kommen gar nicht mehr an mich ran. So, repairen kann ich den Tower auch gleich noch. Die beiden sind geschwächt, der ist jetzt auch ein bisschen geschwächt. Also das sehen wir daran, dass dieser grüne Balken hier entsteht. The Last Shelter. Hm. Kann dieses Spiel was oder kann es nichts? Wir werden es gleich sehen. So, das ist jetzt, ich repariere den mal. Kommt jetzt noch irgendwas Neues? Nee, no. Was kann ich, also hier Upgrade und was wir hier, Item is locked, Repair. Und verkaufen kann ich den auch noch, falls ich Geld brauche. Klick hier vor Air Support. Yeah! Bam! Also ein paar Kleinigkeiten hat das Spiel auf jeden Fall noch zu bieten. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist noch was, was fehlt. Item is locked. Hier sind nochmal drei Sachen locked. Hier kann ich ja, wie gesagt, die verschiedenen Türme bauen. Hier muss es eigentlich noch irgendein Ressourcen-Pot geben oder irgendwas. Also hier, das sieht mir so aus, als ob man später darauf was bauen kann. So, drei Sterne erreicht. XP 30. Continue. Ab ins nächste Level. Die nächste... Der nächste Ort muss verteidigt werden. Heavy Weapon. Heavy Weapon is great against stronger enemies, but has slow reload. Keep a good balance between light and heavy weapons and you'll protect the base. Okay, also es geht darum schon mal... Okay, von beiden Seiten. Also, hier sehen wir schon mal die Reichweite. Hm. Ich hab, denke ich, genug Gold, oder? Ja, mal gucken. Wir bauen erstmal alles zu. Ich habe das Spiel jetzt auch weiter nicht gezockt. Das heißt, wir sammeln jetzt gemeinsam ein paar Erfahrungen. So, auf jeder Seite habe ich erstmal eine dicke Kanone hingestellt und zwei kleine.
Okay. Okay. Die große zerfetzt die Gegner sofort. Okay, und die Gegner gehen auch nicht unbedingt den direkten Weg. Also die gehen hier manchmal so ein bisschen außen rum. Das ist eigentlich ganz gut. Na, komm, direkt die nächste Wave. Ich kann wieder einen Turm stellen. Der kostet mich 150, der 100. Reparieren muss ich noch gar nichts. Das ist auch cool. Komm, direkt nochmal eine Fette hier rein. Die Fetten sind ganz cool. Wenn ich vier Fette hätte... wenn ich vier Fette hätte, dann hätte ich keine Probleme. Verstehst du? Okay. So, bam. Ein Schuss. Gegner ist platt. Oh, jetzt kommen die dickeren. Und es hieß ja, die dicken Kanonen sind besser gegen diese dickeren Käfer. Also ey, die Grafik ist aber mega simpel gehalten, ne? Das muss man mal echt sagen. So, now, komm, gleich die nächste. Hopp. Da brauche ich nochmal so eine dicke. Mal hier, Luftunterstützung. Bam. Ob das wohl Sinn gemacht hat? So, nochmal so eine fette. Ja, die Fetten gefallen mir gut und die Reload-Time ist auch gar nicht so lang. Ah, das passt schon. Ja, hier hinten, das bringt mir gar nichts. Von der Reichweite, das ist eigentlich ein Witz. So, vier Waves gibt's noch, dann sind wir im nächsten Level, kommen direkt die nächsten. Ich will hier gar nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Jetzt geht's weiter. Es wäre schön in diesem Spiel, kann man das hier... Yes, doppelter Speed. Achso, okay, wenn ich es halte, dann habe ich doppelten Speed, das ist doch gut. Dann soll es auch mal ein bisschen schneller gehen. Weil solche Spiele, gerade diese Tower Defense Games, die sind manchmal richtig langwierig. Von daher, ich muss gerade sagen, also ich werde auch meine ehrliche Meinung zu den ganzen Games geben. Ich zocke die ja gemeinsam mit euch an und es gibt so viele Spiele. Und es gibt dazwischen aber auch Spiele, die gar nicht so genial sind. Also dieses Spiel hier ist jetzt... ist jetzt sehr einfach, sehr simpel. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich hiervon vielleicht nur zwei, drei Folgen mache. Es müsste mich schon echt überraschen. So, der wird jetzt hier langsam repariert. Man sieht auch den Unterschied. Hier habe ich drei dicke Kanonen, hier habe ich zwei. Und auf jeden Fall auf der Seite gibt es mehr Probleme. So, komm, direkt weiter. Alte Belly, ey, ich habe so viel Kohle. Diese Luftunterstützung ist ganz lustig. Ich bin noch ein bisschen gespannt, was jetzt noch kommt. Also ich gebe dem Spiel auf jeden Fall noch eine Chance. Eine zweite Folge werde ich noch machen. Aber wenn die zweite Folge sich genauso gestaltet wie diese hier, dann werden wir das Spiel schneller wechseln als... als man das jetzt hier gedacht hätte. So. Das nächste Level ist geschafft. Nächster Ort muss verteidigt werden. Natürlich im Normalmodus. Fight. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Ja, ich habe es doch gesagt, also dass man auf diesem Feld hier irgendwas bauen kann, das war klar. Ein Energieextraktor. Baue ich jetzt auch einfach mal. Mal gucken, was der so bringt. Die Wave kommt von dort. Ich bin gerade tatsächlich ein Freund von den... Ich mache das so. Zwei dicke und genauso kann ich mir das leisten. Zwei dicke, eine kleine und let's go. Die kleine für die kleinen Viecher, die... Aber die großen sind echt stärker. Also wenn ich jetzt hier, man muss das mal im Verhältnis sehen, wenn ich hier jetzt noch eine dicke hätte, würde die nicht besser schießen als die kleine, aber ich könnte mir natürlich jetzt noch eine weitere dicke gar nicht leisten. Ja, weiter geht's. Machen wir mal doppelten Speed hier. Nut Doppler. Was ist das hier? Aha, aha, okay. Da werde ich wieder irgendwo... Ja, da werde ich wieder irgendwo verbunden mit irgendeiner externen Seite. Das ist natürlich immer die kleine Gefahr, ne? Also klickt nicht wahllos rum oder so bei solchen Minigames. Ich habe ja jetzt hier, wie gesagt, das Ganze auch für euch so in den fast Vollbildmodus gezogen. Aber ihr könnt das Spiel nicht im Vollbildmodus spielen. Das heißt, links und rechts habt ihr natürlich noch verschiedene andere Games, die man ganz, ganz leicht aus Versehen mal anklicken kann. Und dann wird man natürlich auch direkt verlinkt. Oh, von hier oben kam jetzt noch eine Wave. So, ich arbeite jetzt mal nur mit den dicken Dingern. Ja, und das ist genau gegen die Käfer, ist das doch richtig. Bäm, 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 bäm. Oh, gegen die kleinen? Oh doch, das passt. Guck mal, das passt mega gut. Kann mir doch keiner erzählen. Die dicken sind viel, viel besser. Bei solchen Minigames ist es natürlich auch manchmal nicht einfach, die vernünftig zu balancen. Ja, wo stelle ich die denn hin?
Ja, hier, die soll einfach mal so ein bisschen alles schützen. So, noch 4 Waves. Und dann würde ich diese Folge auch erstmal beenden. Dann haben wir das Spiel erstmal am Anfang so ein bisschen gesehen. Also es gestaltet sich eigentlich nicht so mega interessant. Ich habe schon andere Tower Defense Spiele gespielt, die eigentlich besser waren. Von daher, ich werde noch eine zweite Folge auf jeden Fall hinterherziehen. Vielleicht gibt es irgendeine mega Überraschung, aber bei manchen Minigames ist es einfach so, dass sie ja nicht überzeugen oder zumindest halt nur für zwischendurch mal ab und zu. Also das ist so mega besonders, ist das jetzt hier gerade nicht. Na gut, jetzt muss man die so ein bisschen reparieren, ne? Hier nochmal einen dicken hinstellen. So, komm. Nächste Wave. Energieextraktor, ja, der arbeitet. Zack. So, ich stelle jetzt einfach überall die dicken, die scheinen mir einfach stärker zu sein. Ja, wobei hier nochmal, gut, nochmal eine kleine. Ja, man muss jetzt auch immer gucken. Also immer auf doppelten Speed, da sehe ich schon. Ja, dann müsst ihr auch immer wieder eure Tower reparieren. Wow! Und die Käfer nehmen die richtig schnell Maß. Hallo? Ist das jetzt doch eine kleine Herausforderung? Kann ich upgraden? Kann ich die nicht? Komm, hier ist noch Platz. Bäm. Bäm. Nur die fetten Viecher. Zack, gleich die nächste Wave. Komm, das Ding ist doch jetzt gerissen. Bomb, hier, eine schöne Bombe drauf. So, jetzt halt wieder Gold. Rein da. Hier nochmal ein kleiner. So, alle Plätze sind besetzt. Die fetten Tower sind am Schießen. Also das Einzige, was wirklich Damage macht und was auch ein bisschen tankiger ist, sind diese fetten lilanen Käfer. Yo! Da kommen jetzt aber auch ein paar. Heide Wutzka, du. Uiuiui. Alter Belly, irgendwie schnellst du meine Tower. Schnell kannst du gar nicht reagieren. Okay, das Spiel hat jetzt im dritten Level ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber die letzte Wave ist natürlich auch easy trotzdem gelöst. Wenn man das Ganze immer auf doppelten Speed raushaut, dann ist das auf Dauer, glaube ich, vielleicht doch gar nicht so einfach. Also man muss dann schon ein bisschen aufpassen, schnell die Tower reparieren. Leute, aber das war es erstmal von mir. Das war es erstmal von The Last Shelter. Ich denke, wenn sich das Spiel weiter so gestaltet, also eine Folge mache ich auf jeden Fall noch. Aber wenn das Game so bleibt, dann wechsle ich schnell ins nächste Minigame. Es gibt davon tausende online und ich werde sie alle ausprobieren. Naja, das ist auf jeden Fall ein langes Projekt. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.